Ja, drei Kristalle. Zwei davon müsste ich schon haben. Warum gerade drei Kristalle? Antigua ist eine kleine Insel. Wenn es hier magische Kristalle gibt, dann nur eine Handvoll. Drei davon zu finden, wäre schon ein voller Erfolg. Du bist nur wegen der Kristalle hier? Natürlich auch, um zu handeln. Auch wenn Piraten nicht gerade die besten Geschäftspartner sein sollen, sagt man sich. Du wirst schon wissen, was du tust. Das hoffe ich doch. Ganz genau. Wo genau willst du denn nach den magischen Kristallen suchen? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich möchte wetten, dass die Piraten etwas darüber wissen. Verstehe. Ich schätze, ich werde dir bei deiner Kristallsuche helfen müssen. Warum? Traust du mir das etwa nicht zu? Willst du eine freundliche oder eine weniger freundliche Antwort? Was soll das denn heißen? Hast du keine Angst vor den Piraten? Unsinn. Warum sollte ich? Ich bin ein Pilger und im Auftrag der Hohen Magier unterwegs. Okay, warte mal. Nur, dass ich das auch verstehe. Du bist doch ein Fremder hier auf Antigua, richtig? Ja. Also ein wildfremder Kerl, der versucht, den schlimmsten Piraten der Südsee auf ihrer eigenen Insel ihren Schatz wegzunehmen, ja? Ja, aber... Tu uns beiden einen Gefallen und vergiss deinen Plan. Der ist scheiße. Aber wie soll ich denn... Besser, du lässt mich das machen. Sonst wirst du diese Insel nicht lebend verlassen, mein Freund. Ja, harte Worte. Na schön, wenn du meinst. Kannst du mir etwas beibringen? Was willst du wissen? Ah, jetzt kann ich endlich was lernen hier. Ist das nicht schön? Stichwaffen lernen. Fechten liegt dir im Blut. Dein Stichwaffentalent steigert sich um 10 pro Stufe. Ja, warum nicht? Bisher hat sich, glaube ich, immer um 5 gesteigert, wenn ich mich nicht irre. Hiebwaffen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll hier. Ich bin noch nicht gut genug. Ah, fuck. Ja, dann werde ich später nochmal zurückkommen. Aber hier unten geht es noch weiter, wie es aussieht. Es wäre schön, wenn ich das... Wenn ich das sehen könnte, was ich schon kann und was noch nicht. Aber naja. Ja, mal wieder was bisschen was gelernt. Ich habe 2 Kristalle. Wenn der wüsste, dass ich 2 Kristalle habe. Ich glaube, der würde mich sofort umbringen, die zu bekommen. Ist das ja, hier? Endlich. Wo bleibst du denn? Ich warte schon seit Tagen. Freut mich auch, dich zu sehen. Lass den Unsinn. Wo warst du? Auf Schatzsuche. An der Krabbenküste. Was zur Hölle hat dabei denn so lange gedauert? Ach, nichts Wesentliches. Ich bin gestorben. Was? Na, ich war tot. Unglaublich. Moment mal. Das musst du mir genauer erklären. Am besten wir besprechen alles weitere drinnen. Komm mit. Du musst mir alles ganz genau erzählen. Eine Höhle aus Fels? Nicht Fels. Sie kommt aus den Untiefen der Erde, getrieben von der Macht des Schattenreichs. Am Ende der Höhle stand ein Portal aus reinstem Kristall. Die Schattenwesen benutzen diese Portale, um auf die andere Seite zu gelangen. Durch sie erhalten sie ihre Befehle vom Herrn der Unterwelt. Die Höllenhunde. Nicht nur die. Aus den Portalen entsteigen noch weitaus schlimmere Kreaturen. Leider ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Schon seit Wochen liegt kein einziges Schiff mehr in unserem Hafen an. Es ist fast so, als ob wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten wurden. Wir sahen eine Flotte von Geisterschiffen nicht weit von hier kreuzen. Was sagst du da? Geisterschiffe? Es ist Crow. Er ist zurück aus dem Schattenreich. Ich habe es geahnt. Der alte Fluch wird uns alle einholen. Na super, ein alter Fluch. Komm schon, verschon mich damit. Wenn euch Seeratten nichts Besseres einfällt, dann kommt immer wieder diese dämliche Fluchgeschichte. Wer zur Hölle hat denn so große Macht? Du musst es herausfinden, bevor wir alle untergehen. Ich brauche Proviant und Ausrüstung. Du weißt genau, was da draußen los ist, mein Junge. Kümmere dich doch erst einmal um die verfluchten Höllenhunde da draußen, bevor sie alle töten.
Hattest du nicht mal so einen magischen Kristall? Was ist das jetzt wieder für ein Hokuspokus? Ach komm, du weißt ganz genau, wovon ich rede. Ich habe einen solchen schon einmal bei dir gesehen. Dir kann man auch gar nichts verheimlichen, oder? Du bist kein Magier, also was willst du damit? Hier geht alles den Bach runter und du sammelst Kristalle. Gib schon her das Ding. Ich hoffe, es ist für einen guten Zweck. Natürlich. Er ist bei mir in besten Händen. Oh. Wow, na unglaublich. Schön. Da haben wir noch Geld gespart. Bevor ich es mir anders überlege. Sehr schön. Jetzt habe ich 3 Kristalle. Ist das nicht schön? Na schön. Höllenhunde sind genau mein Ding. Am besten du suchst nach den Überlebenden und fragst sie, wo man sie finden kann. Die Biester haben sich fast überall eingenistet. Ich habe schon einige erledigt. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Wo genau? Ja, die 4, die direkt in der Stadt waren unter dir. Geschichte. Ein tragischer Verlust. Er war der beste Büchsenmacher, den ich je gekannt habe. Sehr schön, gibt's sogar Gold dafür. Unglaublich. Höllenhunde von Weststadt in die Hafenstadt. Sehr schön. Ich fand einige Höllenhunde auf dem Weg vom Weststrand in die Hafenstadt. Und? Sind sie tot? Selbstverständlich. Wunderbar. Gute Arbeit. Sehr schön. Wo soll ich nach den Höllenhunden suchen? Am Strand im Osten der Stadt kämpft Emma mit den Biestern. In Flints Lagerhaus würde ich nachsehen. Und auch auf dem Blutschwurplatz, wo Zack im Moment Patrouille läuft. Schau auch mal auf dem Marktplatz und bei Grace in der Schmiede vorbei. Naja, und auf dem Weg in die Stadt vom Weststrand her habe ich auch ein paar Biester. Die sind doch schon tot. Naja, was soll's. Genug gequatscht. Stadt Antigua, wo Jungfrauen verkauft und Piratenlebern der letzte Schluck gegönnt wird. Ich dachte, die Insel heißt Antigua. Die Stadt auch. Das ist Antigua auf Antigua. Frag lieber nicht. Sehr schön. Hey, sowas kannst du doch nicht machen. Was, habe ich jetzt geklaut oder was? Bist du für ein Idiot? Antigua geht den Bach runter. Was machst du da? Halt die Klappe, du hast nichts gesehen. So, oh, ein schöner Fisch da oben. Seht ihr das? Schwertfisch. Oh, hier ist ein Ring. Irgendwann kriegst du nochmal Ärger. Halt die Klappe, du, das gehört dir nie. Das gehört jetzt mir. Außerdem ist das weder irgendwie markiert noch irgendwas. Also ist das jetzt meine. Irgendeinen Ring habe ich jetzt bekommen. Ist das nicht schön? So. Gucken wir mal, was wir jetzt noch im Inventar haben hier. Rechten Hand habe ich ein Fechtschwert. Deswegen bin ich so schwach. Ist vielleicht sinnvoller, wenn ich diese Steinachsfleisch benutze zum Kämpfen. 30 Schaden, 40 Schaden. Okay, dann lassen wir das. Kapitänshut nehme ich natürlich mit. Kapitänsmantel sollte ich vielleicht auch mal mitnehmen, ehe ich hier nackig rumrenne. Weiße Hose aus edlem Stoff. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Ist wahrscheinlich Geschmackssache. Auf jeden Fall ist die mehr wert. Schuhe sind deutlich besser. Ohrring habe ich schon an, Amulett habe ich keins und den Ring. Ich weiß nicht. Bin ich ein bisschen besser beim Fechten wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das ist mal gut ausgerüstet jetzt. Gucke ich mal, ob es hier noch was zu holen gibt. Eine Kiste vielleicht. Irgendwas zum Klauen. Da ist eine Truhe verschlossen, so ein Mist. Fingerknochen, okay. Questerfolg? Sein Schuldenberg vertrieb ihn aus Antigua. An seinem letzten Abend erzählte er jedem, dass er eine vergoldete Kugel gefunden hätte und nach Taranis aufbrechen würde. Als er zurückkam, hatte er einen riesigen Sack voll Gold. Gut. Werden wir nächstes Mal bestimmt auch danach gucken hier. Goldene Kugel. Ich bin auch wieder so ein Legendary-Item. Ist
das hier noch? Teleportstein. Ah, ist ja das Ding hier, was ich brauche. Voodoo-Puppe nehmen wir mit. Ja. Sehr gut. Ja, wir haben ein bisschen was gefunden hier. Ich hoffe, jetzt gehen die Höllenhunde vielleicht besser tot. Mit der Waffe. Oh, fuck. Das wäre fast böse ausgegangen jetzt. Donovan können wir nochmal ausrauben. Genau, sehr schön. Da ist auch irgendwas. Krug. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt Diebstahl ist, wenn ich das mitnehme. Ich nehme es einfach mit. Warum nicht? Ein paar Löffel, ein Messer, das interessiert keine Sau hier. Von daher. Außerdem ist der Typ wahrscheinlich eh schon tot hier. Da ist noch eine Kiste, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Fleisch, ja, alles mitnehmen, sehr schön. Ins Bett wollte ich eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwas Tageszeit ändern kann oder so. Ob ich einen Albtraum bekomme. Oh, fuck, ich bekomme wirklich einen Albtraum, wie es aussieht jetzt hier. Oh, Mann. Fuck, jetzt bin ich am Schattenreich oder was? Was? Was zur Hölle ist das jetzt wieder für eine Scheiße? Oh, leck mich am Arsch. Ich kann hier hochklettern. Pff. Blödsinn. Ja gut, warum nicht? Haben wir einen Albtraum oder irgendwas jetzt hier? Ich kann wahrscheinlich nicht kämpfen jetzt, wie es aussieht, weil ich glaube, ich keine Waffe habe, wie es aussieht. Mal gucken, auch hier ist irgendwas. Seelenstaub. Ah, Mendoza, Moment mal, den kenne ich doch. Ich hab's gewusst. Jetzt quatscht er mich auch noch an. Was zum Henker ist hier los? Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Moment mal, ich... Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen. Erst völlige Orientierungslosigkeit. Dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit einstellt, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Wo sind wir hier? Das willst du doch gar nicht wissen, glaub mir. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Aber ich muss wissen, was hier mit mir geschieht. Du beginnst den alten Mendoza zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nun gehen. Halt, warte. Na, super. Oh Mann, was für ein Albtraum. Ich brauche dringend Hilfe, sonst werde ich noch wahnsinnig. Ist da wer? Bones ist doch mein Arzt. Vielleicht hat er was für mich. Oh, ich glaube, ich habe einen Degen gestohlen jetzt. Aber vielleicht ist er ja besser. Ich glaube, man kann ja auch so eine Art Gesinnung haben, glaube ich. Der Degen ist gar nicht mal ganz so schlecht. Das macht 65, wenn man es zusammenrechnet, und das 55. Vielleicht sollte ich, weiß es nicht, ob ich den nehmen sollte. Also auf jeden Fall besser wie das Schwert. Bei dem Steinaxt weiß ich nicht. Die macht deutlich mehr Schaden. Ist wahrscheinlich aber langsamer. Müsste ich testen. Müsste ich testen, ob das was bringt hier. Die Leiche liegt immer noch hier draußen. Das interessiert wahrscheinlich gar keine Sau hier. So, aber ich glaube, an der Stelle werde ich jetzt auch erstmal Feierabend machen für heute, weil ich habe eine ganze Weile gespielt jetzt hier. Also macht aber auch wirklich Spaß, das Spiel. Bevor ich das mache, werde ich jetzt allerdings mal ganz kurz hier oben gucken. Ob hier irgendwelche Höllenhunde hier oben sind. Ich glaube, hier oben ist nichts. Ich könnte die Ratte töten hier. Unglaublich. Habt ihr das gesehen? Noch was mitnehmen hier. Sehr schön. Da ist noch eine Ratte. Und tschüss. Kann ich die Kisten eigentlich zerstören hier? Nee, nicht wirklich.
Komm ich hier hoch? Tatsächlich, hier kann man hochlaufen. Ich weiß aber nicht, ob es hier oben was gibt. Schwer zu sagen, ob ich hier wirklich... Weiß nicht, ob ich hier irgendwas finde. Wie es aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht hier hinter. Sieht aus wie ein Weg, den ich gehen kann hier. Ich weiß es nicht. Obwohl, hier sind die ganzen Balken dazwischen. Also glaube ich eher weniger. Interessant auf jeden Fall hier. Hier ist noch ein Bett. Warum nicht? Ja, ich glaube, an der Stelle werde ich jetzt erstmal Schluss machen für heute. Wir werden dann nächstes Mal auf jeden Fall weiterspielen hier. Wir werden dann nächstes Mal wahrscheinlich auch die ganzen Höllenhunde hier hinten noch killen. Hoffen, dass das dann noch klappt. Weiß nicht, ob ich hier jetzt die 3 Kristalle geben kann. Ne, sieht nicht so aus. Hätte ja sein können. Auf jeden Fall soll ich ein bisschen aufpassen beim nächsten Mal hier. Kein Bock nochmal so sinnlos zu sterben hier. Ich würde es nicht wundern, wenn hier hinten noch mehr Höllenhunde sind. Ich gucke noch schnell in der Ecke hier und dann... Dann soll es das aber wirklich voll gewesen sein. Schon eine ganze Weile spiele hier. Und das ist wieder so ein Spiel, wo man eigentlich nicht aufhören kann zu spielen hier. Aber naja. So, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Nächstes Mal werden wir, denke ich mal, noch ein Stückchen weiter hier gucken. Sämtliche Höllenhunde wahrscheinlich töten hier, die hier noch rumrennen. Auch die Starken, die mich vor uns getötet haben. Ja, dann werden wir mal gucken, wie die Quests oder die Geschichte so weitergeht hier in dem Spiel. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Auf jeden Fall sehr empfehlenswertes Spiel jetzt, zumindest am Anfang. Macht richtig Spaß, wenn ihr Gothic und Risen mochtet. Dann ist es auf jeden Fall das richtige Spiel für euch. Ja, mich würde es interessieren, was ihr so vom Spiel haltet. Also, für mich ist ein guter Ersteindruck auf jeden Fall. Die 50 Euro lohnt sich, denke ich mal. Ja, wie gesagt, wenn euch die Videos gefallen, schreibt einen Kommentar. Wenn ich irgendwelche Sachen vielleicht vergessen haben sollte, wie ich noch nicht gefunden habe oder so, wo ich vorbeigelaufen bin, schreibt es auch mal in die Kommentare. Kann ich vielleicht noch was finden oder so, was ich liegen gelassen habe bisher. Ja, und ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr einfach mal meinen Kanal reinschaut und vielleicht abonniert. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, macht's gut und bis bald. Ciao.